Da ging die Überraschungstür auf, liebe Zuschauer. Und wir haben, und jetzt klingelt es nachträglich. Gut, können wir auch mal so machen. Guten Morgen an eine Band, die heißt Katzenjammer. Good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Es war Englisch, Deutsch, kommen aber aus Norwegen und die Namen klingen wirklich toll. Vielleicht könnt ihr euch mal einzeln vorstellen. Ja, yep. My name is Thüri. 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 My name is Marianne. Marianne. Mm-hmm. Solveig. Solveig. And Anne-Marit. Anne-Marit. Ja, yeah, very good. Ganz normal norwegisch. Die Instrumente allerdings sind, das ist ein russisches, ne? Was hast du da? Was soll das für ein Riesenklopf sein? That's a contrabass balalaika. Das ist eine Kontrabass-Balalaika, ein russisches Instrument. Das größte Instrument, was es gibt. Aber hier mit Seitenständer wie beim Fahrrad, ne? Damit man die ist ja wahrscheinlich sehr schwer. Was wiegt so ein Gerät? One more time, I'm sorry. Oh, oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme an, so 20 Kilo ungefähr. With the flight case. Also wenn es maybe 15. Also ungefähr 15 Kilo, yeah. Die Balalaika in sich. Und dann aber die andere Variante. Du bist die Kochlöffelmusizierin. This is yours. It's mine. From the kitchen here. Ach so. Oh, das sind deine. Das habe ich aus eurer Küche geholt. So, also damit wird gar nicht musiziert. Es gibt ein Album, das kommt nächste Woche Freitag. Katzenjammer, A Kiss Before You Go ist der Titel. Heißt der denn in Norwegen auch Katzenjammer oder habt ihr da einen ganz anderen Namen, den man hier nicht verstehen würde natürlich? Yes, we have. Yeah. It's called Katzenjammer. In Norwegen heißen wir auch Katzenjammer. We used it 100 years ago. We used Katzenjammer. Like you. Weil das ist ein ganz like altes Wort. Das ist ein ganz altes Wort, das man im Norwegischen auch kennt. Und da sieht man schon mal, wie ihr nämlich gestylt seid. Das ist natürlich ganz eigen. Wie nennt ihr eure modischen Kreationen? Du hast ja hier die russische, was ist das, von der Roten Armee eine Mütze, ne? Yeah. Muss ich Angst haben jetzt? No, you shouldn't. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind sehr nette Mädchen, obwohl wir uns auf der Bühne natürlich schon schlagen, aber wir sind so süß, wie wir auch aussehen. Und die Musik, die sie machen, die ist wirklich ganz toll. Zeigen wir Ihnen jetzt Katzenjammer. Was hören wir von euch? Wie heißt der Song? This is a song called Cherry Pie. Okay. Dieses Song heißt Cherry Pie. Es ist eigentlich ein Rezept, um einen Kirschenkuchen zu backen. Nein, nein, ja, dann doch. Und ja, das brauche ich jetzt. Ich mache nicht mit, deswegen gehe ich raus. Viel Spaß. Dankeschön. Four cups of cherries or more. Maybe five just to be sure. One cup of sugar or more if the berries are sour. Let your belly say when you put in a good pinch of lemon, groove and twist in your leg. When you add the yolk and an egg, crumbles of butter with four small cups of flour. And in a wink of an hour, if you're lucky, you'll try. Cherry pie. Well, it's from once back in 1865. My great granny served her very first cherry pie, and it's been doing wonders ever since she spread her love in crumbles. She mended broken hearts and won every prize in the local country market. She was the sweetest thing, invited everybody share, tell the love and care. It's some pie right there. My great-granddad walked on a carpet eye, and it's been doing tumblers ever since he tasted love and crumbles. She once said to me one day, you gotta thank me for this recipe. You gotta follow it to the T. It takes more than just a twinkle in your eye. So when you find your guy, invite him in for some pie. Ba 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 ba
Bum bum bum.